Land stirbt. Es windet sich im Todeskampf. Meinetwegen. Er hat uns betrogen und uns in diesem verfluchten Nebel zurückgelassen. Alleine mit Geistern und Toten. Sie wandern frei umher, überfallen uns im Wachen und im Schlafe. Die Haut der Welt ist dünn geworden. Marsch die Grenzen zur Anderswelt. Die sind so brüchig wie verschimmeltes Brot. Hallo, wir sind heute in Hamburg im Würfel und Zucker zur Release-Party von Seelenfänger, einem deutschen Pen-and-Paper-Rollenspiel auf Basis des Fate-Systems. Ich bin Avola oder Isabel. Ich bin die Spielleiterin meistens von Orkischen Geschmack. Genau, ich bin WTF Ankul, WTF oder einfach Sandra. Ich bin die mit den vielen Einsen bei D&D. Gehöre auch mit zu Orkischen Geschmack. Was sind denn so eure Lieblings-Pen-Paper? Oh, gleich schön ins Nest gesprungen sofort. Muss ich ganz ehrlich sagen, sofort D&D. Ich liebe D&D, das ist das erste Pen and Paper, mit dem ich angefangen habe. Vor drei Jahren, glaube ich. Nee, länger schon. Vier Jahre, glaube ich. Ich hatte als Kind auch mal DSA, habe das aber nie wirklich effektiv gespielt. Bin jetzt im Nachhinein auch ganz froh. Ich hoffe, da hauptet mich jetzt nachher keiner. Aber D&D bin ich großer Fan von und Fate auch, aufgrund der Wandelbarkeit. Ja, es kommt immer darauf an, was man haben will. Also als Kampagne bin ich ein großer Fan von D&D, weil ich mir gerne selber etwas ausdenke. Und ich finde, D&D ist das perfekte Regelwerk, um einfach sich selber eine Welt auch drumherum auszudenken. Und man hat halt dieses klassische, die Helden werden stärker. Man hat viele Fähigkeiten, mit denen man arbeiten kann und. Für One-Shots haben wir jetzt schon ein paar Sachen für uns entdeckt. Fate, ganz viele unterschiedliche Welten. Made RPG ist ein großer Favorite, den wir haben. Ist schwierig mit Männern, aber unter Damen ist das sehr beliebt. Sehr lustig. Es geht auch immer in die schrägsten Kategorien. Also da haben wir so ein paar Sachen jetzt in den letzten Jahren gefunden, wo man sagen kann, es sind so Regelwerke, wenn man so einmal spielen will. Everyone is John ist auch genial. Es ist wundervoll. Wobei wir für Kampagnen auch neulich festgestellt haben, also ich bin sehr kritisch, was Kampagnen betrifft. Nicht jedes System ist da, also entspricht so meinen Ansprüchen. Die Genesis. Sehr, sehr düster, sehr, 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 sehr dark, aber unfassbar interessant, unfassbar cool gemachte Welt. Wenn man mit den harten Themen da leben kann und wenn man damit umgehen kann, ist das tatsächlich auch ein System, wo ich sage, nach D&D für eine längere Kampagne wäre es wahrscheinlich die Genesis. Heute spielen wir Seelenfänger. Das ist eine Fate-Abenteuerwelt. Das kommt heute raus. Heute ist die Release-Party und deshalb dürfen wir hier eine Runde präsentieren. Man hat mir glücklicherweise ein Abenteuer gegeben. Ich habe mir keinen selber ausgedacht. Gott sei Dank. Weil das immer sehr, sehr viel Arbeit ist bei den ganzen unterschiedlichen Fate-Welten. Aber das ist ja das Schöne, dass es meistens sehr gut vorbereitete Abenteuer auch gibt, die man dann an einem Abend spielen kann, wenn man es möchte. Und das wird heute sehr spannend. Ja, wir sind nervös und ein bisschen aufgeregt. Wir hoffen, wir kriegen unsere Runde voll. Wir gucken mal. Ich erwarte mir erstmal jede Menge Spaß, das ist ja immer so das grundsätzliche Ding. Ein paar Rätsel, die ich mit meinem witzigen Hirn nicht lösen kann, so wie ich es gewohnt bin. Und mir wurde versprochen, dass es eine Story ist, die sehr nah an den Charakteren sein soll, die hier verteilt werden. Wir gucken mal. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir alle Charaktere bekommen, weil wir wirklich 5 Spieler brauchen. Denn jeder Charakter hat irgendetwas mit der Story zu tun. Und normalerweise ist Seelenfänger ja darauf ausgelegt, dass man auch Geister fangen kann, dass man diese Fähigkeit hat. Das hat in diesem Fall keiner. Das heißt, wir haben wirklich normale Menschen, die in eine sehr gruselige, sehr unangenehme Situation gemeinsam kommen, die sie dann gemeinsam
lösen müssen. Also ich hoffe, versuchen es zu lösen. Genau, ich hoffe, dass es halt auch ein bisschen unangenehm wird und so ein bisschen Spannung auch aufkommt, weil man halt eigentlich gar nicht die Fähigkeiten hat, um mit den Problemen klarzukommen, die passieren. Das ist immer schwierig. Ich finde Spannung, gerade gruselige Spannung aufbauen, ist auch in One-Shots, wo dir so manchmal so ein bisschen die Zeit fehlt, nicht immer so ganz leicht, auch mit uns, muss man ja auch sagen. Ich hoffe, das kriegen wir heute halbwegs hin. Also unbedingt sterben müssen sie nicht, aber sie werden Angst haben, hoffentlich. Der Wunsch des Spiels lässt nach. Du weißt, ich bin jetzt nicht so gut mit Würfeln. Ja. Okay, na, wir gucken mal. Vielleicht bin ich nach 10 Minuten noch durch und kann noch essen. Rollenspiel-Soundtrack hätte für sein Rollenspiel. Man nimmt ja oft gerne Scores, ob das jetzt Krieg der Sterne ist oder der Hobbit, aber man hat ja dann immer einen Hobbit am Spieltisch sitzen und das möchte man ja manchmal nicht, sondern seinen Seelenfänger oder sein Monster. Und da haben wir die Idee gehabt, so generische Soundtracks zu schreiben, speziell eben für das Rollenspiel-Abenteuer. Wir haben mit Into the Green begonnen, das ist halt so die mystische, schaulichere, auf die kleine Gruppe geht halt auf Reisen. Wir haben dann aber auch gleich als nächste CD Into the Red, das ist dann mehr heroisch, kämpferischer und sind dann in die verschiedenen Sparten mit den Farbsystemen halt übergegangen, weil wir haben gesagt, es hat keinen speziellen Titel, sondern die heißen immer Into the, also Into the Dark, Into the Blue, sodass der Rollenspieler auch wirklich sein Setting dafür im Kopf erstellen kann. Ja, er ist sehr düster, wo Into the Dark noch ein bisschen High Fantasy war, ist das so ein bisschen mehr zermürbender. Es war auch mal eine schöne Rätsel, dass man, also wenn man nicht gut gelaunt ist, der auch sehr deprimierend sein kann. Aber das Seelenfänger-Setting ist ja auch eher so, es ist alles neblig, es sind Geister da, es ist halt nicht easy peasy, ach, ich reite jetzt auf meinem Einhorn, sondern es ist ja schon düster. Wir haben jetzt 18 Alben rausgebracht und haben eigentlich so, außer Plüsch und Plunder und Into the Pink, fast alle Genres abkomponiert. Unsere letztes war Silizium, wo wir so im Endzeitbereich sind. Also wir sind von den Farben zu den Elementen rübergegangen, weil viele sagten, Mensch, ich hätte gerne Into the Green 2. Fanden wir aber zu langweilig als Titel. Deshalb sind wir jetzt auf die Elemente gegangen, also wie Into the Blue ist die nächste CD Aqua. Wir hatten Into the Grey, die Folge ist dann Silizium, sodass man auch noch ein bisschen mehr Varianten hat in dem ganzen Idee. Seit Tagen schon tobt ein eisiger, ein hungriger Orkan in mir und das Einzige, was mich aufrecht hielt, war der Wunsch, seine Gier zu stillen. Ich hockte im Schatten eines Kamins auf dem Spitzdach eines der weniger hohen Häuser, blickte hinab auf die Straße, durch die sie kommen würden. Seelenfänger ist ein Dark Fantasy Rollenspielsystem bzw. ein Setting für das Rollenspielsystem Fate. Dark Fantasy heißt, es ist alles ein bisschen düster, dark and gritty in dieser Welt. Es gibt keine strahlenden Helden, kein High Fantasy, also keine strahlenden Elfen etc. Es gibt wohl sowas wie die Anderswelt, also düstere Elfenwesen, aber die sind eher die dunklen Antagonisten in dieser Welt. Und Namensgeber von Seelenfänger sind Leute, die in der Lage sind, mit Geistern zu kontaktieren, die zu beeinflussen, sie auch einzufangen, darum auch Seelenfänger. Und ja, einer dieser Seelenfänger ist derjenige, der einen Fluch auf das Reich gelegt hat, in dem die Geschichten spielen. Und dieser Fluch sorgte letzten Endes dafür, dass die Grenzen magisch versiegelt wurden. Da, wo früher die Grenzen des Reichs waren, ist jetzt ein magischer Nebel, durch den keiner rein und keiner rauskommt. Und außerdem wurden die Barrieren ja zu Andersweltbrüchig und deshalb kommen die eben dunklen Feengestalten und Sagengestalten, die man vorher nur aus Geschichten kannte, in die Welt der Menschen und machen denen das Leben ja zur Hölle. Ja, das hat irgendwann angefangen mit einer einfachen Idee, die ich mit meiner Frau zusammen diskutiert hatte. Wie wäre es, wenn man Leute spielen könnte, die eben mit Geister beeinflussen können und wo Geister eben auch eine ganz
prägnante Rolle spielen in der ganzen Welt. Und das hat sich dann irgendwann so weiterentwickelt. Ja, wie komme ich auf die Ideen? Weiß ich auch nicht. Die sind einfach da. Seelenfänger basiert halt auf den Regeln von Fate Core. Fate Core erschien im Uhrwerk Verlag. Seelenfänger erscheint bei der Redaktion Fantastik. Fate Core ist ein erzählerisches Rollenspielsystem, was den Fokus eben auf tollen Geschichten legt. Nicht auf die Simulation einer Welt, sondern eher auf der Unterstützung des Erzählens von Geschichten. Und das macht es vor allem durch sogenannte Aspekte. Charaktere und auch Orte und Szenen können ja beschreibende Aspekte sein, die dann einen Einfluss nicht nur auf die Geschichte haben, sondern auch auf das Würfelergebnis, wenn man würfelt. Ein Aspekt kann zum Beispiel sein, jetzt mal in Worten gesprochen, jeder versteht, ich bin der Träger von Excalibur. Da kann man sich vorstellen, was es ist. Excalibur ist ein tolles Schwert, das heißt, damit habe ich mit Sicherheit einen guten Bonus im Kampf. Das heißt, bietet mir da Vorteile. Aber hat auch einen Nachteil, denn jeder erwartet bestimmt irgendetwas von dem Träger von Excalibur. Da ist natürlich eine Aufgabe mit verbunden mit diesem Schwert. Und so sind diese ganzen Aspekte gelagert, immer sowohl positiv als auch negativ. Und der Spieler kann sie positiv für sich zum Tragen kommen lassen, indem man dann einen Bonus auf seinen Würfelwurf bekommt oder entsprechend etwas an der Geschichte verändert. Oder der Spielleiter oder auch andere Spieler können ihn auch negativ reizen, um dann entsprechend auch im Negativen die Geschichte weiterzutragen. Und dafür wandern dann sogenannte Fate-Punkte hin und her. Für das positive Einsetzen kriegt der Spieler einen abgegeben, muss er einen abgeben an den Spielleiter und andersrum bekommt er Fate-Punkte. Und im Optimalfall wandern die immer so ein bisschen hin und her. Und da liegt ein großer Fokus bei Fate drauf. Andererseits hat es auch, wie andere Rollenspielsysteme, auch Fertigkeiten, wie man das bei D&D oder DSA auch kennt. Aber der ganz klare Fokus liegt eben auf diesen Aspekten, auf dem Erzählen von gemeinsamen Geschichten. Ich hatte vorher ein eigenes Spielsystem entwickelt, ein eigenes Würfelsystem, entwickelte mich dann aber im Regeldesign immer mehr so in Richtung Aspekte, in Richtung Dingen, die halt gerade Fate auch macht. Und irgendwann stand dann die Entscheidung an, ja, wollen wir es jetzt ein bisschen größerem Publikum ermöglichen, damit zu spielen, und dann wäre es sinnvoll, ein System zu nehmen, was schon etabliert ist im Markt, als ein eigenes System einzuführen. Und darum haben wir uns dann für Fate entschieden.